What could this mean? It means we'll just have to trust the king. Gorge, I sure hope he's all right. Your Highness, don't worry. We'll find the king and this key. Thank you, both of you. Daisy, can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. You're coming too! Gorsh, Jiminy, your world disappeared too? It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. You see? Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right. World border. Oh, I guess we'll need new duds when we get there, huh? Can't wait. Once we set sail, it'll be great. A storm? Oh no! The raft! Sora! Dinner's ready! Come on down! Sora? Boat and Kairi's. Und auf einmal haben wir so ein paar interessante Elemente miterlebt. Gerade hier, was Sora und die anderen betrifft. Und aus irgendeinem Grund, genau, wir können denen keinen Schaden anrichten. Also gegen die sollten wir uns vielleicht jetzt nicht anlegen. Und hey, where did this door come from? Ja, interessant definitiv zu sehen. Man dachte wirklich, die sind hier gestrandet oder die lebten hier. Nur die Kinder im Endeffekt. Aber dass die wirklich ihr eigenes Zuhause... Okay, hier soll ich nicht rein. Ach, da hinten ist er.
dass sie hier ihr eigenes Zuhause an einer anderen Ecke der Insel oder eine weitere Insel haben, mit Eltern und Co. Das hätte man jetzt am Anfang nicht von dem ganzen Setting erwartet. Where's Kyrie? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We've got to find Kyrie. Kyrie's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku. Ja, und dann haben wir auf einmal hier eine neue Waffe aus nichts bekommen und diese kann tatsächlich diese Mistviecher hier ausschalten. Und ja, Keyblade. Weil es eine Waffe, ein Schwert ist, aber auch gleichzeitig ein Key. Und ich will jetzt mal ganz kurz einfach gegen die Kämpfer, um mal zu gucken, ob man die hier besiegen kann. Müsste die uns jetzt erstmal hier verfolgt haben. Das ist auch interessant zu sehen. Ich habe keinen Lock-On, aber trotzdem konzentriert er sich nur auf den einen. Okay, also ich habe das Gefühl, dass hier immer wieder neue spawnen. Gut, dann brauchen wir das gar nicht hier großartig weitermachen. Gucken wir als erstes trotzdem nochmal hier hinten schnell. Okay, hier sollen wir weiterhin nicht hin. Also gehen wir dort hin, wo die Tür jetzt ist. Und jetzt geht's auf. Oh. It's this dude again. So, wie man sich natürlich vielleicht vorstellen kann, jetzt geht's hier doch bei weitem mehr um etwas. Das vorher war definitiv ein Tutorial, hier geht's jetzt wirklich dann doch ums Überleben. Hier logischerweise dann versuchen, dass wir hier wieder die Kleinen erstmal ausschalten. Kommen das alle? Nope. Oh, neue Attacken erlernt. Nicht ganz so klar, was am... Oh. Das sieht leicht ungesund aus, mein Lieber.
Oh. Okay. Gut zu wissen. Vor allem hört das mit den Angriffen aus der Luft auch scheinbar nicht mehr auf. Manchmal weiß ich nicht, wo er hinzieht. Okay, also bis jetzt ist es natürlich noch ein relativ simpler Kampf. Obwohl er natürlich hier schon so ein, zwei Attacken hatte, die ein bisschen anders verlaufen sind. Kann ich dir irgendwie helfen? Stell mich mal wirklich zentral. Keine Ahnung, ob es das tut. Exit die Welle. Find Leon. Donald, you know, I bet you that, What do you know, you big Pluto? What do I know? Come on, Pluto! Dream. Oh, where am I? Oh boy. Do you know where we are? Oh, hey! Und da haben wir dann hier schon einen interessanten Sprung auf einmal gemacht. Was auch mal das zum Beispiel sein soll. Auf jeden Fall, wir haben ja mitbekommen, dass irgendwie die Sterne sich verabschieden. Und dann auf einmal sich wieder einer verabschiedet hatte. Und auf einmal wir hier gelandet sind. Also, wenn man dem ganzen Glauben schenken darf, ist vermutlich Destiny Island eine Welt gewesen, die jetzt erloschen ist. Hi. Sup, Buddy? Ich kann leider so nicht mit dir reden. Vielleicht kann ich das Zeug daneben zerstören. Das wäre doch ganz schick. Aber ich komme da leider nicht so hin. Okay. This is totally weird. I'm in another world. Okay, da hat er also relativ schnell 1 und 1 zusammenziehen können. Und the hell? Seeing all of this town will take some time, Kupo. Especially for newcomers. Even if you can't go to certain areas now, you'll be gold later. Gold, maybe too. You're looking for someone? It's a big town, so check everywhere. Ach, hier irgendwelche Symbole? People with nowhere else to turn come to this town. Where am I from? None of your business. Don't ask that question here. Everyone got an unhappy past. Aha. It will not open. There must be irgendwas.
Some secret. Okay. Items, accessories, and dot. Mail? Mm-hmm. This town has grown as people have lost their homeworlds and come here. It's easy to get lost in such a big, sprawling place. Be careful. Okay, also es ist wirklich so eine Art Hub-World. Auch hier haben wir wieder so ein Symbol. Hm. Okay, dann lass uns mal weiter umgucken. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier in Accessories erstmal rein müssen. Also folgen wir einfach mal dieser alternativen Straße, beziehungsweise Menu. Ah, okay, festpassen gehen. Was haben wir denn hier so Feines? Drinks, Bottle Drinks, Dessert Waffles, Snacks, gehen wir von aus, Ice Cream, Nextdoors, Baked Potatoes und Pizza. Also keine Ahnung, was das drittletzte war, aber ein paar Sachen konnte man davon immerhin lesen. Okay. Und das Schöne ist, man kann wirklich von hier einfach auch zu dem hochkommen. This is the item workshop, Cooper. We are researching item synthesis and a super weapon crafting. Okay, klar. Oh, die gehen nicht mal kaputt. You can find whatever items you need at the nephew's shop. Okay. Oh, und die kommen einfach rüber? Ha. Huh. That's weird. Looks like it's locked. Doof, dass meine Waffe da scheinbar überhaupt nicht mit aushelfen kann. Oh well. There's gotta be more to see around. Okay, das Spiel sagt also einem ganz klar, wir sollen zu Accessories jetzt reingehen. Alrighty. Aber vorher haben wir noch ein paar Kisten, die wir kaputt machen werden. Einfach, weil ich's kann. Hm. Super. Aber wieder ein Symbol. Hey there, how can I? Ah, it's only a kid. I'm not a kid and the name is Sora. Okay, someone case him down. So why the long face, Sora? You lost or something? No, well, maybe. Where are we? Huh? Traverse Town? So Grams, is this really another world? Don't call me Grams. The name is Sid. Anyway, not sure what you're talking about, but this sure ain't your island. Hmm. Guess I'd better start looking for Riku and Kairi. Well, good luck with whatever it is you're doing. If you ever run into trouble, you come to me. I will look out for you. How nice of you. Give me that shit. Okay, das konnte ich auch einfach nehmen. Nice. There are traces of fire in a fireplace? No way. Alrighty, da haben wir auch mal gespeichert. Und ich habe keine Ahnung, warum zum Kuckuck ich jetzt hier reingegangen bin. War es nur so ein allgemeines, hey, guck mal, Final Fantasy Charakter, oder ist da noch mehr dahinter? Oh, it's you guys. Louis does an okay job as long as we keep an eye on him. Hey there, what do you want? What am I supposed to ask? Oh yeah, do you wanna buy or sell? I'm here to shop. What do you wanna do? I wanna buy. Alright! Okay, und da sehen wir haben natürlich noch kein Money. Dementsprechend ist hier auch nicht viel. Obwohl, eine Sache will ich kurz gucken. Tent? Fully restores the party's HP, use from the menu. Alright. Sell? Ich gehe davon aus, wir haben nichts. Exakt. Never mind. Da war aber noch eine weitere Sache, oder? Let's chat. I usually clean, so I'm not used to dealing with customers. I did all of the cleaning today. I dare you to find a speck of dust. Okay. Let's try. Ich kann ja auch wirklich einfach hier hinten springen. Okay, hier kommt man auch wieder rein und bis ist er raus. Da hinten ist die Sache. Ich glaube, die meisten Sachen konnte ich nicht kaputt machen. Also da sieht man immer so farbliche Unterschiede scheinbar, welche man kaputt machen darf und welche nicht. Ich hoffe, dass ich die Tür da hinten nicht durch kann, aber genau.
Testen muss sicherheitshalber einfach. Können die Klos auf, okay. Alles klar. So, gucken wir noch schnell beim Mail vorbei. Mailbox sind 10 Postcards to win something. Good luck. Okay. Das hat nichts zu sagen. Die Tür ist vermutlich auch zu. So wie der Kollege davor steht. Ist das hier was? No. Okay, können wir jetzt in das nächste Gebiet übergehen? Oha. It's those creatures from the island. Ja, gut beobachtet. Auch sehr schön natürlich, dass man wirklich mit einem Angriff mehrere auf einmal treffen kann. Schön, wie du da runter gesprungen bist. Oh, und wir haben Geld bekommen. Oh, und jetzt droppen die auch anderes Zeug. Interessant. Ja, da haben wir auf jeden Fall was Interessantes miterleben können. Und zwar wurde dem das Herz geklaut. Irgend sowas in dem Dreh. Hier ist auf jeden Fall viel Zeug, was die fallen lassen. Also eine Frage, ob man das irgendwie einfacher einsammeln kann oder ob man wirklich über die alle immer stets rüberrennen muss. No, nee, warum... Warum visierst du das Ding an? I don't know. Sehr strange. Okay. Die Musik sagt einem ganz klar, dass wir das jetzt hier erstmal geschafft haben. So, lassen wir mal ganz kurz... Oh. Okay, hier spawnen gleich neue. Lass mich mal trotzdem mal ganz kurz hier nochmal hier hinten hingehen. Und da oben ist A eine Sache, die ich mitnehmen kann. Oh, natürlich nicht in Kämpfen. Nur zu wissen. Eine Frage ist halt nur, ob hier das irgendwie aufhört. Oder was das triggert, dass es aufhört. Okay. Die Sache ist, dass ich hier halt gehört habe, ist dieses Rascheln. Ich dachte, das wäre dieser komische Ritter, den wir da gerade miterlebt hatten. Aber scheinbar nicht. Ein Postcard, hooray! Ja, hier kommen immer wieder welche. Das ist natürlich etwas, was man hier so auch so gleichzeitig anmerken darf. Die sind nicht unbedingt allzu stark. Wir brauchen extrem viele Schläge, um den simpelsten von denen auszuschalten. Okay, Hotel. Das könnte doch hilfreich sein. Doesn't look like he's here. Keep looking. Und ja, ich werde nicht die Stimmen nachmachen. Denn wie auch immer man es schafft, Donut so zu synchronisieren. Oh, da bin ich wieder rausgegangen. Die Tür sah nicht so aus, als wäre es die gewesen, wo ich reingekommen bin. Currently closed off, alright. Currently closed off. Okay. Damit bin ich also wirklich nur so ein kleines bisschen weitergelaufen. Ja, ich weiß jetzt zum Beispiel halt nicht, ob man halt von diesen Kämpfen wegrennen kann. Das wäre zumindest hilfreich, denn man sieht, hier spawnen dann doch immer mehr. Wow. Und da waren gerade noch ein paar mehr von denen. Ja, und die sind jetzt einfach... Okay.
Where is he? Leon! Where am I? Oh, great. Ich kann ihn von dort nicht angreifen, weil mein dummes Schwert zu groß dafür ist. Vielleicht man könnte sich die hier irgendwie nutzen, um irgendwie hochzufahren. Where am I now? Kinda wobbly. Guess I can't climb it now. Okay, sure. Wollte mir aber auch nicht wirklich sagen, wo ich gerade... Not here either. This could take a while. The 99 puppies were lost amid the chaos of their world's destruction. Find them in various worlds. Oh boy, are you for real? Willst du mal sagen, dass man diesen einen oder diese mehreren Räume mit allen Dalmatinas füllen kann? Oh boy. Das sind wirklich einfach nur mehrere Räume, die alle bisher noch leer sind. Hier ist die... okay, also es gibt immer mehrere Eingänge. Where am I now? Okay, ich bin mal so frei, werde jetzt hier nicht weiterkämpfen. Caution. Es ist überall Caution. Kann man die Schilder lesen? Nope. Da ist eine Tür, da werden wir gleich mal gucken. Oh, great. Habe ich damit jemanden getroffen wenigstens? So, jetzt muss ich ganz kurz gegen die kämpfen, weil ich die Truhe ja haben will. Scheinbar ist hier noch irgendwo einer. Oder die böse... Ich wollte schon sagen, die böse Truhe kann es kaum sein. Vielen Dank. Hey, Potion. Wir haben vermutlich irgendwann hier brauchen können, aber noch nicht jetzt. Okay, und da ist auch wichtig, wir können die nicht kaputt machen. So einfach kommen wir da nicht hin. Second District. Ich habe so überhaupt keinen Plan. Kann ich hier irgendwie hoch? I actually can. Was habe ich davon? Okay, mehr Potions. Currently closed off. Okay, also irgendwann wollen oder können wir hier rein. Aber irgendwann ist hier definitiv noch nicht jetzt. Alles klar. Oh, das ist eine Kiste nochmal. Ja, hier sind ein paar ganz nette Sachen versteckt. Ich gehe davon aus, dass ich von hier aus es nicht schaffe. Vor allem nicht, wenn man die falsche Taste drückt, da hinzukommen. Oh boy, okay. Aber damit sind wir hier unten wieder. Mal hier rein? Nope. Doch, du darfst da runterfallen, liebes Spiel. District. Das dritte, okay. Kommen wir der Sache jetzt hier irgendwann mal näher? Wohin auch immer wir im Endeffekt wollen. Ich gehe davon aus, dass wir mit ihm auch nach Leon suchen. Bin auch nicht bewusst. Where am I? Au.
Okay, hier kann ich einmal hinten entlang latschen. Das ist mir auch nicht so wichtig jetzt. Königlich Lost Off. Ich gehe davon aus, dass man hier eher mit interagieren soll, indem man sich das anguckt, aber dank dem Kampf ist es ja nicht möglich. Auch hier 1, 2, 3 irgendwelche Sachen. Goddammit, lasst mich doch mal in Frieden hier. Ja, und das Doofe ist, dass der wirklich Gegenstände anvisieren kann. In dem Kampf ist das wirklich unpassend. Auch hier wieder. Guckt sich den Spaß an. Okay, einfach nur besiegt. Mal so ein bisschen HP zu bekommen. Okay, also hier soll ich einfach noch nicht sein, so wie es scheint. Obwohl es hier ein leeres Häuslein gibt. Ist hier irgendwas, was von Relevanz sein könnte? Außer schlechte Kameraführung. Holy moly. Das Spiel will da definitiv so überhaupt nicht mitmachen. Okay, da komme ich nicht hoch. Da konnte ich eventuell hoch, aber die Kiste ist im Weg. Vielleicht kommt da irgendwas in der Zukunft. Okay, im dritten District ist es nicht. Muss ja jetzt hier irgendwo im zweiten sein. Guten Tag. Es ist nicht das Hotel. Allzu viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr. Wo zum Kuckuck muss ich hin? Da ist noch mal eine Truhe, wo ich auch noch nicht so weiß, wie ich da hinkommen soll. Achso, ich kann nur hier hin und da ist es... super verwirrend. Also ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hin muss. Ist hier hinten irgend noch was? Das irgendwas zu sagen? Das kann ich mir natürlich jetzt wieder nicht angucken. Weil ja überall diese verdammten Mistviecher spawnen müssen. Ich hoffe jetzt hier irgendwas zu finden. It's a carving of a bell. Ach Gott, there seems to be a big bell above the gizmo shop. The hell is the gizmo shop? Da hinten war das, oder? I don't know. Ja, die Kämpfe nerven jetzt schon so ein kleines bisschen. Ist das der gizmo shop? Nicht wirklich. Ist das Dalmatiner-Haus? Hier ist Gizmo Shop. Hier war ich ja, aber hier konnte ich nichts machen. Jetzt hatte ich das Gefühl, hier nichts machen zu können. Ich konnte einfach nur durch diese Tür hier wieder raus. Ist hier irgendwas, was man machen kann? Also ich bin extremst überfragt. Muss man hier den Raum erst bereinigen? Ist dann jetzt hier irgendwie etwas passiert? Hier respawnen die aber auch halt einfach immer wieder. Keine Ahnung, ob man hier irgendwas machen kann. Wo zum Kuckuck muss ich jetzt hin? Gerade vor allem, wenn man die ganzen Cutscenes jetzt hier hatte, dachte man, man wäre so halbwegs richtig. Doch, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich gehe nochmal ins dritte. Nur sollen wir ins erste nochmal zurückkehren, I don't know.
Diese Aussage hier ist halt interessant. Hat man Feuer? Das führt zum dritten. Und das ist irgendwie mit dem ersten und dem zweiten verbunden. Ja, wenn man sich das mal anguckt. Feuer führt zu 3, 3 führt zu 1, aber 1 wird auch zu 2 in zwei unterschiedliche Arten. Goddammit. Das hier sieht gleich kaputt aus, ja. Hör auf, das anzuvisieren. Meine Fresse. Ja, und die haben natürlich hier ein super einfaches Spiel, zum Teil auf einen einzuprügeln. Schön ist auf jeden Fall, dass ich mittlerweile zu wenig HP wieder bekomme, um einfach all meine HP wieder so herzustellen. Oh, hi. Noch einer von euch. Was jetzt? Der Akkord sticking out of the pipe. Yep, das hätte ich dir auch sagen können. Überhaupt kein Plan. Ich gehe davon aus, dass wir die Tür nicht nutzen können. Und hier ist ja sonst nicht mehr. Gerade vor allem auch, weil wir hier das bräuchten. Okay, also gehe dann nochmal zum ersten Distrikt zurück. Und hoffe, dass ich da was finde. Nach, dass wirklich wie alle 5 Sekunden die Musik wechselt. Yep. Yep. So, die Nasen sind jetzt nicht mehr hier. Sind alle nicht mehr hier. Ist dafür ein Grund? Außer halt, dass die Viecher jetzt hier überall spawnen. Vielleicht muss ich jetzt zu dem zu Sid zurückkehren? I don't know. Würde ganz gerne hier so ein bisschen die Logik finden. Ich gehe einfach mal rein. Hey, yo. Seven found them. Keep your chin up. Take another look around town. I'm here to shop. Was hast du denn? Oh, du hast irgendein Zeug. Interessant. Slightly raise defense. Reduce fire. Ice. Lightning damage. Slightly raises max AP. And reduces dark damage. Aha, okay. Aber es kostet so viel, dass wir einfach nicht... Wir haben auch nichts. Cool. Und chat again, I guess. Okay, das hilft mir jetzt alles überhaupt nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh. They'll come at you. I for real? Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Oh boy. Einer mit einer noch dämlicheren Waffe, als wir sie haben. Und der Kollege ist natürlich weit stärker als wir. Dementsprechend... Wollte ich aber mal sagen, wir versuchen gar nicht erst irgendwie uns jetzt zu heilen oder ähnliches. Ich gehe davon aus, dass der einfach stärker ist als wir. Ja, der extra Schaden, den er da scheinbar anrichtet mit seinem doofen Gunblade. Hey, you found it. Nice going, Leon. Still...
It looks like things are worse than we thought. A lot worse. Gorsh, there's nobody here. Sure is spooky. Actually, I'm not scared. Excuse me, did the king send you? Come on, lazy bum. Wake up. You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want, because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the great Ninja Yuffie. I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? Yeah. But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts, that's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorsh, can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've gotta find him, quick! Red! First we need that key! That's right, the Keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you, no matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute! What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Aha! Meine, bisher wurde noch nicht allzu viel Neues erzählt, aber
treffen ja auf so ein paar Final Fantasy Charaktere. Und die haben so ein gewisses anderes Design bekommen. Nur da gibt's locked. Tja. Hätte man auch vielleicht feststellen können, nach what the. Das sah auf den ersten Blick nicht aus wie ein Speicherpunkt. In the past, time flies, okay. It's dangerous out there, don't wander off. Then what now? I've heard that the Keyblade can open all sort of locks. Give it a try the next time you find a treasure chest or a door lock. Like now? Okay, dachte wenigstens, der würde es da reinstecken. Elixier. Alles klar. Dachte, ich hätte versucht am Anfang mit denen zu reden. Sooner or later, the Heartless will find you. You'd best prepare yourself. Prepare myself? To fight for your life. Are you ready? I'm ready! Yuffie, let's go join Aerith. She should be there by now with the other visitors. Leon! Hello. Yuffie, go! Yuffie! Sora, let's go! Don't bother with the small fry. Find the leader. Let's go. Sind die nicht small? Sind die? Ich meine, die sind größer als das Zeug, was wir vorher hatten. Ja, die sind schon so ein bisschen aggressiver. Ich will trotzdem mal versuchen, gegen die zu kämpfen. Wenn ich das Gefühl habe, dass nach 4 jetzt schon wieder ein Hispawn ist. Okay, sehr gut, da haben wir also schon so ein bisschen Schaden anrichten können an denen. Okay, also das waren jetzt wirklich nicht diejenigen, auf die wir da einprügeln hätten sollen. Gut zu wissen. Auch wenn hier immer wieder neue spawnen. Also da weiß ich noch nicht so richtig, wie man gegen die ernsthaft Learn Stun Impact. Aha. Was man machen soll, wenn die halt wirklich einfach deinen Angriff parieren und dann wiederum angreifen. Weil das Problem hatten wir im Endeffekt ja auch in diesen Trainingskämpfen bereits ist, die einfach immer uns geblockt hatten dann und wir einfach zusehen mussten, wie die uns getroffen haben. Also ich probiere jetzt einfach mal zum dritten District zu rennen oder ähnliches. I don't know. Ist nicht der dritte District, oder? Schon wieder vergessen, wie der Aufbau war. Und aber jetzt hat er auch so kleine hier am Start. Aha. Oh. Gorsh, are these the heartless guys? Let's go get them, Goofy! Okay! Alright, und damit haben wir jetzt hier auch die anderen beiden Nasen gefunden und die werden, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr oder weniger permanent unsere Mitstreiter in diesem Spiel sein. Aber von dem, was ich auch gleichzeitig weiß, die sollen nicht unbedingt die Besten sein. Also immer so ein bisschen Verhaltensmuster dabei, die vielleicht nicht so hundertprozentig ideal sind. Aber für jetzt war es natürlich in Ordnung. Oho!
haben wir natürlich jetzt hier dann doch einen ganz schön großen Kollegen am Start. Mal so ein bisschen gucken, was zur Hölle der Kollege macht. Ich denke, es ist klar, dass wir versuchen sollten, nicht in den Whirlwind reinzurennen. So, eine Sache würde ich natürlich... Okay, never mind. In Kämpfen kann man nicht pausieren. Oh, whoops. Ich hatte überhaupt, dass ich da rechtzeitig hingehen könnte, wo er dann wieder aufgehört hätte. Einmal nicht. Okay, ich denke, wir werden jetzt mal ganz kurz... HP-Potion wirklich auch einwerfen, denn das ist ein ernsthafter Kampf. Oh, danke schön. How nice of you. Oh, der hat einen Arm verloren, kann das sein? Ja, jetzt hat er nämlich ein Bein verloren. Okay, jetzt hat er keine Beine mehr. Also diese Stampfattacken sind nicht mehr drin, sehr gut. Au. Ich sollte eher gucken, dass ich nicht auf das ziele, sondern auf den Arm. Yikes. Oh. Wurde gerade von Goofy geheilt. Sehr schön, danke schön. Den Arm zu treffen ist nicht so selbstverständlich. Aber wir haben es geschafft. Okay, der dreht sich, aber erst ab einem gewissen Punkt greift er auch erst an. So, you were looking for me? They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. I wonder if I could find Riku and Kairi. Of course! Are you sure? Who knows? But we need them to come with us to help us find the king. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah, I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Ooh. No frowning, no sharp fins, okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Yep. Whoa. This boat runs on happy faces. Happy? That's one funny face. Okay, why not? I'll go with you guys.
Donald Duck. Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all. That little squirt took down that Heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. The child's strength is not his own. Why don't we turn him into a Heartless? That'll settle things quick enough. And the brat's friends are the king's lackeys. Slug on the ice, they're all built rats by the look of them. You're no prize yourself. Shut up! Enough! The Keyblade has chosen him. Will it be he who conquers the darkness? Or will the darkness swallow him? Either way, he could be quite useful. Make sure you're prepared for the journey ahead of you. We don't know how far the Heartless have spread. Check out the shops here, they've got some pretty neat stuff. This is from all of us. Yay! Spend it as you see fit. Good luck! I hope you find your friends. Look out for each other. Keep your spirits up. The gummy ship is outside that gate. Okay. You can teleport to the gummy ship from save points. Oh. Open the save menu to select gummy ship. Not all save points let you board the gummy ship. Okay. Natürlich auch toll. Hey, du kannst von save points dahin gehen, aber nicht von allen. So what? That's our ship. Wait till you see it. Hold on. Sora, this is for you. Attained the power of fire. Select magic to cast spells. To cast quickly, assign the spells to shortcut buttons in the customize menu. Casting spells consumes MP. Using ethers or striking enemies replenishes MP. Now you can use magic too. Goofy, give him that other thing. What? You know? Oh yeah. Dodge roll. Activated abilities by equipping them. Some abilities are used by pressing square, other works automatically. Equip them in the abilities menu, activating them requires AP. Ah, okay. Abilities allow you to do all sort of things. Guess we should look for him all along the way, huh? Okay, is that it? Let's get going. Not till we are ready. Well, I see big adventures coming their way. Looks like it's up to me to keep track of it all in my journey. Okay, und damit haben wir so den Anfang gemacht. Ja, wir sehen, da ist so einiges vor uns. Ich denke, gerade was so die Bösewichte betrifft, da war schon so ein bisschen offensichtlich, wer der ein oder andere von denen sein könnte. Ich gehe jetzt einfach nur ganz schnell hier noch rein, weil hier ein Safe Point ist und eine weitere Cutscene. Hey, look at this, Mark. Oh, hi, Mark. I wonder what it is. This is a Trinity mark. They appear in many places, only the blue ones react in the beginning. Sora, Donald and Goofy can perform various Trinity moves besides these marks. Okay. Gut zu wissen. Und irgendwann werden wir die vermutlich dann auch freischalten, was dann so ein bisschen Backtracking erlaubt. Oh. I see only just now, dass da oben etwas versteckt sein könnte. Ich kann es scheinbar noch nicht so einfach öffnen. Okay, ich würde sagen, wir bereiten uns beim nächsten Mal noch hier so ein bisschen vor. Eine Sache würde ich ganz gerne dann hier noch schnell machen. Und zwar, wir haben einen Ring. Slight raises HP and Strength. Können wir natürlich auch gucken, ob man das Ganze bewusst irgendwelchen anderen Leuten gibt. Aber ich denke, wir sollten immer gucken, dass wir selber halt halbwegs gut dabei sind. Und hoffen, dass die anderen beiden Kollegen clever genug sind, nicht alle 5 Sekunden draufgehen. So, wir haben Dodge Roll bekommen. To evade attacks. Wir haben 3 AP. Stun Impact has a 30% chance of unleashing a finishing combo attack that renders surrounding enemies unconscious. Ja, aber es kostet halt immerhin 2 von 3. Also, allzu viel kann man hier jetzt noch nicht machen. Beängstigend. Was haben wir denn im Journal? Chronicles. Sora's Story. Ah, da kann man also nochmal so einiges in der Theorie nachlesen. Falls man irgendwie vielleicht Sachen wieder vergessen hat. Manchmal so uninteressant. Characters. Und da sind bereits einige am Start. Wow.
Genau, man kann auch sogar über die nachlesen. Heartless that emerged from various places. They sneak up to their enemies and strike them with sharp claws. They are extremely tenacious, often chasing their prey to the end. Und dann hatten wir noch den Soldier. Heartless that emerged from various places. They are brisk in their movement and rush into their opponents. However, they are not that tenacious. They often appear in numbers, though they lack teamwork. Interessant, da sieht man 8 Seiten mit theoretischen Dark Side. Enormous Heartless that appeared in Destiny Islands with Shadows. It led the Shadows in the battle against Zora when he first received the Keyblade. Although Zora defeated it, the island was swallowed by the darkness. Guard Armor. Das war jetzt gerade der letzte Boss. Leader of the Heartless in Traverse Town. It falls apart when it receives damage, but each part attacks individually. Zora meets Donald and Goofy for the first time, just before fighting the Heartless oder this Heartless. Okay, also, hier sind noch so einige interessante Sachen. Trinity List. Trinity Jump. Okay, gut. Damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und kann noch eine bessere Kameraperspektive bekommen. Ein bisschen. Bis dann.